Als ich den Trailer gesehen habe zu How to be Single, habe ich mir gedacht, den Film müsste man eigentlich umbenennen. Und das ist eine Mogelpackung. Der sollte nicht heißen How to be Single, sondern er sollte heißen How to find a new boyfriend. Also, denn ich habe so den Eindruck gewonnen, in diesen 2,5 Minuten, da geht es nicht großartig darum, Single zu sein oder was man macht, wenn man alleine ist. Nee, die allererste Aufgabe einer Frau ist es, wieder einen Typen zu finden, der sie aushält. Was jetzt meinem Frauenbild jetzt nicht unbedingt entspricht. Ich muss sagen, im Endeffekt, als der Abspann lief, war ich dann positiv überrascht. Willkommen bei Jetzt guck doch mal, dem Format, bei dem ich Filme gucke und euch dann sage, ob man die gucken kann. Und da mein Amazon-Test 30-Tage-Abo nur noch bis einschließlich heute läuft, habe ich versucht, so ziemlich alles wegzugucken, was man da auf Amazon gucken kann. Und einer dieser Filme war How to be Single. Hat mich jetzt nicht vom Stuhl gerissen, als ich die Inhaltsangabe gelesen habe oder als ich den Trailer gesehen habe, aber es war einer der Filme, die ich noch nicht gesehen hatte, also habe ich es mal probiert. Hauptfigur dieses Schmonzettengedöns wird gespielt von Dakota Johnson. Und wer die gesehen hat in diesen 50 Shades of Grey Filmen, der weiß, dass sie darstellerisch keine Bäume rausreißt. Das ist hier leider immer noch genauso. Ich finde sie insofern passend als Hauptdarstellerin für diese Art Film gewählt, weil ihr Gesicht perfekt dazu passt, wie der Film ist. Nicht sonderlich aufregend. Ganz nett anzusehen, tut keinem weh, aber ist jetzt nichts Besonderes. Sie spielt eine der insgesamt 4 Hauptfiguren und ich habe mir bei keiner von denen gemerkt, wie die mit Filmnamen heißen. Das zeigt auch, was für einen Eindruck das bei mir hinterlassen hat. Also es gibt Dakota Johnson, die jetzt nicht mehr mit ihrem Freund zusammen ist und sich in New York zurechtkrampfen muss. Und dann gibt es ihre ältere Schwester und die wird gespielt von Leslie Mann, bei der ich mich immer noch frage, ob die außerhalb dieses Genres was spielen kann und ob sie auch diese Karriere hätte, wenn sie nicht mit Judd Apatow verheiratet wäre, der sie ja in jeden Film reinstopft, den er macht. Dann gibt es noch Rebel Wilson, die eine typische Rebel Wilson-Figur spielt, will sagen, sie ist obszön und männerverschlingend und ständig besoffen und auf der Suche nach der allerbesten Party. Und dann gibt es noch eine von Alison Brie gespielte Figur, wobei ich nicht genau weiß, was die in dem Film macht. Denn dieser Witz von diesen Filmen ist ja, ob es nun Valentinstag ist oder Es steht einfach nicht auf dich oder Tatsächlich Liebe, das ist diese Sorte Film, die hier gemacht wurde, dass ja alle diese Geschichten irgendwie miteinander verwoben sind. Bei der Alison Brie-Figur habe ich nicht so recht verstanden, wie hat sie eigentlich mit dem Rest zu tun. Ist mir nicht ganz klar geworden. Also diese Figur könnte man komplett aus dem Film weglassen. Es hätte überhaupt keine Auswirkung auf den Film oder auf den Ausgang des Filmes. Und da sind jetzt also jedenfalls diese 4 Single-Frauen in New York City. Irgendwo habe ich das schon mal gehört. Diese 4 Single-Frauen in New York City, die sich jetzt also mit ihrem Liebesleben zusammenkrampfen müssen. Und die eine lernt dann einen Typen kennen und die andere lernt dann einen Typen kennen. Und die dritte, die Leslie Mann-Figur, die arbeitet als Hebamme in einem Krankenhaus und hat schon 3000 Babys auf die Welt gebracht, kann aber selbst überhaupt nichts mit Babys anfangen. Und wenn man mehr als einen Hollywood-Film gesehen hat, dann weiß man ungefähr, in welche Richtung sich ihre Figur entwickeln wird. Aber alles in allem war das trotzdem ein recht unterhaltsames Filmchen. Und Achtung, jetzt verspoilere ich das Ende ein bisschen. Ich habe ja gesagt, dieses How to be Single empfand ich als Mogelpackung. Nee, als dann der Film zu Ende war, habe ich gesagt, ach nee, passt tatsächlich. Also es geht wirklich nicht darum, dass alle 4 am Ende einen Kerl finden. Und es geht wirklich nicht darum, dass man nur in Beziehungen glücklich sein kann. Und es geht tatsächlich am Schluss, da gibt es so einen Monolog, der über diese Montage gelegt wird von der Hauptfigur, von der Dakota Johnson Hauptfigur, Alice heißt sie, glaube ich. Ja, und da geht es wirklich nur um eine Anleitung fürs Allein, also Single sein und trotzdem glücklich sein und wie das funktionieren kann. Ja, und da gibt es ein paar Kerle in dem Film und da gibt es diese 4 Frauen in dem Film und nicht alle sind am Filmende zusammen, was für mich eine positive Überraschung war. Und auch wenn Dakota Johnson jetzt echt keine Bäume ausreißt, also da könnte ich auch meine Sporttasche vor die Kamera stellen und es wäre wahrscheinlich ähnlich emotional, ist das Drehbuch doch einigermaßen griffig geschrieben. Ein paar der Figuren sorgen wirklich für Lacher. Aber man weiß halt, welche Art Filme man zu erwarten hat, wenn man so Filme gesehen hat wie Er steht einfach nicht auf dich oder Tatsächlich Liebe. Genau das bekommt man ja auch serviert. Das ist nichts Dolles, das ist aber auch nicht so schlecht. Also ich hätte es mir wirklich schlimmer erwartet. Ist wirklich ein okayes Filmchen bei rausgekommen. Und den kann man sich unfallfrei angucken. Der ist so in Ordnung und durchaus sehenswert, wenn man denn auf dieses Genre steht.
Für How to be Single gibt es unterm Strich 3 von 5 Tinder-Profilen und eine eingeschränkte Guck-Empfehlung für alle Freunde dieses Genres. Vielen Dank fürs Reinklicken, Bewerten, Kommentieren, Teilen, abonnieren, wenn ihr schon hier seid, Glöckchensymbol drücken, wenn ihr schon abonniert, so verpasst ihr keine Videos. Bleibt zu Hause, bleibt gesund, vielen Dank fürs Reinklicken und bis zum nächsten Mal.